jetzt zu einem Top-Ereignis auf der Frankfurter Buchmesse. Hier wurde der Deutsche Buchpreis 2010 verliehen und eine bislang eher unbekannte Autorin wurde plötzlich vom Ruhm ereilt. Bis vor ein paar Tagen kannten sie nur ganz wenige. Jetzt ist sie die gefragteste Frau auf der Frankfurter Buchmesse, Melinda Nodja-Bonyi. Als erste Schweizerin überhaupt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2010. Ich bin einfach überwältigt. Ich habe ja nicht damit gerechnet, von daher. Melinda Nodja-Bonyi wurde geboren in der Vojvodina, kam erst mit 4 Jahren in die Schweiz, Tochter von serbisch-ungarischen Gastarbeitern. Davon erzählt sie in ihrem preisgekrönten Roman Tauben fliegen auf. Im Vorfeld des Preises wurde ihre Literatur ja neben anderen Büchern auch, die auf der Shortlist waren, mit dem Etikett versehen, Migrantenliteratur. Ist das was, mit dem Sie was anfangen können oder ärgert Sie das? Es ärgert mich nicht, aber ich finde es uninteressant, so über Texte zu reden. Also ich meine, Sprache schert sich einfach nicht um Grenzen, mal zum einen. Natürlich muss man dazu sagen, dass es ein Text ist, der in verschiedenen Welten spielt. Es ist die Geschichte einer Entwurzelung. Familie Kocic verlässt die Heimat Serbien. In der Schweiz erarbeitet sie sich ein Café. Mit Ehrgeiz und Fleiß versuchen sie, Wurzeln zu schlagen. Unsichtbar sein, nicht anecken, wird ihr Credo, im Buch wie im Leben. Sie beschreiben das Leben Ihrer Eltern ja auch als eine Art, also so kann man es zumindest lesen, Selbstverleugnung. Können sich die Kinder der Einwanderer davon emanzipieren? Können sie sich befreien? Sie können sich befreien und müssen sich ja auch ein Stück befreien, weil das sonst einfach nicht geht. Also, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die erste Generation, die kämpft eben wirklich mit diesem Schicksal von weggehen und weggehen müssen. Und insofern ist es eben auch sehr wichtig, dass die zweite Generation einen Schritt zurücktreten kann und das Ganze eher von außen betrachten kann. Und es ist sicher wichtig, einen eigenen Weg zu finden. Und der führt manchmal zwischen Sprachen und Kulturen hindurch, wie bei Melinda Nodja-Bonyi. Ich bin keine Reisende, sondern eine, die weggeht und nicht weiß, ob sie jemals zurückkommt. Die 42-Jährige hat sich Stück für Stück wieder an die Kultur ihrer Kindheit genähert. Selbstbewusst, anders als ihre Eltern, nennt sie sich eine serbisch-ungarische Schweizerin. Es ist ja nicht so, dass Fremdsein immer negativ ist, sondern also es ist auch sehr bereichernd. Also eben im Fremden findet man sich selber oder merkt man ja auch, wer man selber ist oder eben nicht ist. In der Schweiz ist die Romanheldin das Jugomädchen, das Gastarbeiterkind. Sie träumt sich weg in die Idylle der Vojvodina. Bis der Balkankrieg ausbricht, der Sehnsuchtsort der Kindheit zerstört wird. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien liegt in Trümmern. Aus Nachbarn, Freunden werden Feinde. Es kann sein, dass mein Cousin Draganas Cousin erschießt. Aber möglicherweise werden beide erschossen von einem Muslimen, einem Kroaten, einem Blindgänger, von einer Mine zerfetzt, irgendwo an einem unbekannten Ort im Niemandsland. Das war unerträglich, dass wirklich die große Politik eigentlich die innermenschlichen oder zwischenmenschlichen Beziehungen definiert. Und das finde ich als gefährlich. Melinda Nodja-Bonyi lotet in ihrem zweiten Roman die Grenze zwischen dem Fremden und dem Eigenen aus. Und das ohne jedes Pathos oder Betroffenheitskitsch. Sie lässt sich nicht vereinnahmen, in Schubladen stecken. Schriftstellerin ist sie, tritt als Performerin auf und als Musikerin. Schreiben ist für mich Musik, immer. Also wenn ich einen Text anfange, dann höre ich meinem Text zu. Wie klingt das? Das stimmen die Abfolgen der Vokale? Wie ist der Rhythmus? Wie muss ich die Satzzeichen setzen? Die Musik ist für mich das Herzstück, wirklich. Die diesjährige Buchpreisträgerin hat eine berührende, kluge Geschichte komponiert. Mit Worten sich eine Heimat erschaffen. Kein Migrantenbuch, kein Multikulti-Märchen, sondern einfach nur gute Literatur.